Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Scroll und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge. Wir werden heute mal, wir haben hier nämlich noch eine schöne Quest, werden wir heute eine neue Runde mit unserem Warrior spielen. Jetzt muss ich mal ganz kurz in mein Warrior-Deck reingucken, weil das ist ja ein guter Grim Patron Warrior, den wir noch ein bisschen umgestalten müssen, weil ich ja jetzt Nagus Ramas endlich zu Ende gespielt habe, was auch bald auf meinem Channel kommen wird. Und das heißt, wir packen jetzt ein paar Sachen raus. Der Ghoul ist gut, das passt. Und zwar einmal den Axe-Flieger. Und einmal... Den hier finde ich eigentlich ganz nice immer drin, aber das ist auch okay. Den packen wir jetzt auch nochmal raus. Und packen zweimal Deathspite rein. Weil die Karte ist relativ gut und relativ wichtig auch für die Kombos hier. Weil, stellt euch mal vor, man hat jetzt hier zum Beispiel drei Grim Patron auf dem Board, spielt, macht die Deathbite, den Deathbite kaputt und der macht allen nochmal Schaden. Die kriegen alle wieder Charge durch den Warzone-Kommando und so weiter und so fort. Und der heißt jetzt, ein blöder Name für einen Krieger. Lass mich mal überlegen. Blöder Krieger, nein, wir nennen ihn nicht blöder Krieger. Wir nennen ihn... grimmiger Typ. So. Das ist unser grimmiger Typ. Mit dem spielen wir jetzt eine Runde. Und zwar spielen wir direkt im Ranked eine Runde mit dem Grim Patron Warrior. Wo ist er da, der grimmige Typ? Los geht's. 7 Siege haben wir da schon im Ranked. Ich glaube, das war, als ich im Urlaub war, habe ich ein bisschen mit ihm gespielt und ich fand ihn da eigentlich ganz cool. Auch gerade mit der Kombination mit diesem, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der Roboter heißt, der halt allen entweder Windfury, Taunt oder eine Bubble gibt. Fand ich mega gut, die Kombi. Aber das lohnt sich anscheinend nicht so wirklich. Es lohnt sich nicht so wirklich. Okay, wir spielen gegen Valera. Habe ich eine relativ gute Starthand, muss ich sagen. Der Taskmaster würde ich mal... Was haben wir den? Ja, komm, lassen wir auch mal drin. Ist eigentlich eine echt gute Starthand, muss man sagen. Und die gute Little Pants, also unser Gegenüber, hat sich wohl anscheinend den Hunter gekauft. Sonst hätte sie nicht diesen Kartenrücken. Ein schöner Kartenrücken kann auch entzücken. Greetings. Sie oder er grüßt nicht zurück. Ah, doch jetzt. Sehr dreist, hätte ich sonst gesagt. Sehr dreist. Okay, gib den Zug einfach ab. Und wir haben schon den Grim Patron auf der Hand. Sehr schön. Holen uns ein bisschen Defense. Der Grim Patron Warrior zieht ja eigentlich mehr oder weniger darauf ab, dass man wirklich drauf spart, auf die Combo und dann halt Sachen macht. Ihr versteht? Ja, so, das ist natürlich sehr, sehr nice, dass wir hier die Waffe auf der Hand haben. Damit machen wir nämlich jetzt hier gleich mal die Kanone weg. Weil nicht, dass das hier ein Piraten-Rogue ist. Jetzt spielt diesen Rogue, den Piraten, der die Waffe zerstört. Nee, Deadly Poison. Okay, will uns also ins Gesicht gehen direkt. Das war sicherlich dafür, dass wir seine Kanone kaputt gemacht haben. Es tut mir leid, bitte. Lass es. Okay, 4. Wir gehen nur weiterhin auf ein bisschen Defense. Also ich weiß, was mir auch noch fehlt hier so ein bisschen im Deck. Und das ist, wie heißt es denn nochmal? Oh, das ist natürlich jetzt sehr, sehr stark, muss ich sagen. Müssen wir erstmal überlegen, was wir machen. Ich hätte mal gesagt, wir spielen das auf den hier. Ziehen wir erstmal eine Karte. Wer weiß, was da rauskommt. Zack, vielleicht Execute. Oh. Also... Ich will ja nichts sagen, aber ich habe hellseherische Kräfte. Das war jetzt natürlich nice, dass wir Execute gekriegt haben. Jetzt muss ich mir mal ganz kurz hier
das Headset richten und am Ohr kratzen, das hat die gejuckt. So geht das aber nicht. 5 Mana, jetzt fehlt natürlich der Emperor Torrison. Das wäre jetzt langsam cool, wenn er auf die Hand kommen würde. Weil dann hätten wir beide Grim Patrons für billiger Kohle. Für billiger Mana natürlich, nicht Kohle. Das Assassin's Blade haut mir also nochmal 3 Schaden ins Gesicht. Das Assassin's Blade ist relativ krass. Das und auch noch in Gold. Das sieht doch schon gut aus. Die spielen wir jetzt hier mal raus. Holen uns auch ein bisschen Armor dazu. Sollen wir hier was drauf machen? Ja, eigentlich brauchen wir das nicht. Fertig, end turn. Wir warten immer noch auf die Combo. Die Combo schlechthin. Also wir brauchen zumindest noch die Warsong Raid Leaderin. Sonst können wir halt echt nichts machen. Und der ist halt doch ein bisschen Control-mäßig unterwegs gerade, unser Warrior hier. Backstep. Okay, will also mein Viech weghauen hier. Ging aber erst noch... Ah, okay. Jo. Ist also wirklich ein Piratending. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe noch nie wirklich einen Pirat gegen einen Piraten-Rogue gespielt, wenn ich ehrlich bin. Langsam sollten wir aber mal Sachen machen. Ich könnte beide zwar töten, aber das wollte ich nicht. Oder will ich das doch? Ah, ich glaube, ich will beide töten. Wir machen das jetzt einfach mal. Zack. Und dann executen wir den direkt. Ich will nämlich nicht, dass der gebufft wird. Jetzt schauen wir einfach mal. Ich warte immer noch auf die Warsong Raid Leaderin, weil dann können wir erst die Combo spielen. Oh, und sie sprintet, er sprintet. Also Valyra sprintet. Zieht 4 Karten. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Kann uns auch nochmal 3 Damage hauen, dann ist unser Schild auf jeden Fall mal weg. Aber jetzt komm, jetzt muss auch langsam hier die Warsong Raid Leaderin kommen, oder? The Acolyte of Pain, hey. Was willst du denn hier? Weg mit dir. Mein Gott. Es geht mir langsam schon ein bisschen auf die Nerven, dass ich nicht die richtigen Karten ziehe. Das ist halt das Problem an dem Warrior. Muss so lange überleben, bis man die richtigen Karten zieht. Deswegen sollte man eigentlich fast Dinge noch haben. Okay, spiel die 2. Kanone, natürlich mit Ding. Oh, danke. Danke. Und wir ziehen noch eine Karte. Es kann doch nicht wahr sein. Immer noch nicht die Raid Leaderin. Aber wenigstens können wir jetzt hier ein bisschen was billiger machen. Ah, aber wir kriegen so hart aufs Maul. Oh, das tut so weh. 2, 3, 4. Und 3. Das sind 7. 8, 9. 9 und 5, das sind zu viel. Wir werden drauf gehen, wenn wir jetzt nicht irgendwas traden. Ja. Hm. Jetzt müssen wir halt echt Sachen machen, deswegen spielen wir das hier. Wir haben jetzt noch 3 Mana. Das heißt, wir spielen auf jeden Fall mal... Ah, shit, das war jetzt echt dumm eigentlich, aber das ist egal. Wir spielen jetzt auf jeden Fall mal Whirlwind. Jetzt werde ich es auf jeden Fall mal überleben. Sollen wir die Tussi jetzt auch noch wegmachen? Holen uns so ein bisschen Rüstung und beenden unseren Zug. Also jetzt wird auf jeden Fall hier mal unser Green Patron und alles ein bisschen billiger. Das heißt, wir könnten, wenn wir jetzt endlich diese komische Tante ziehen würden, ey, wetten wir, das sind die letzten 2 Karten einfach in meinem Deck. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Burgle, add to random. Ey! Da klaut ihr mir echt einfach Karten von der Hand. Das ist eine Sauerei, hey. Frag mich, was er da gerade gezogen hat. Sieht aus nach einem Grim Patron. Come on, er coin. Hat also noch 7. Burgle ist auch eine sehr, sehr nice Karte, muss ich sagen. Warhole. Das ist aber doch eine Kriegerwaffe. Au. Lol. What the fuck, er hat jetzt echt durch die Kriegerwaffe gewonnen, das gibt es doch wohl nicht. Das kann doch nie wahr sein. Hier geht unser schönes Sternchen und die Windstreak einfach mal weg. Boah, Krieger, hey, was ist los mit dir? Wir brauchen eindeutig mehr Defense. Jetzt gucken wir nochmal kurz in
die Collection rein, basteln da noch ein bisschen was rum. Und zwar will ich beim grimmigen Typ auf jeden Fall noch was. Wisst ihr, wenn einfach nur, wo ist er denn, diese Tussi reingekommen wäre, dann hätten wir schon was Besseres gehabt hier. Dann wäre es schon besser gelaufen. Jetzt gucken wir mal, was packen wir denn hier raus? Eigentlich können wir da fast nichts rauspacken. Weil ich würde sehr, sehr gerne noch, wo ist es denn, hier Shieldblock mit reintun. Dafür was anderes raus. Nur was packen wir da raus? Weil wir brauchen Card Draw auf jeden Fall. Das heißt, sie würde ich einmal raustun. Zumindest einmal den Shieldblock rein. Und Slam packe ich noch einmal raus. Und jetzt gucken wir nochmal, ob es klappt. Nochmal im Rank. Diesmal muss es unbedingt klappen. Hey, wir wollen ja hier nicht unser Standchen verlieren. Alles nur wegen dem grimmigen Typ. Der war ein bisschen zu grimmig hier gegen den Rogue. War nicht gut. Aber es lag halt auch einfach an den Karten, die nicht gekommen sind. Vielleicht hätte ich auch bei der einen Stelle ein bisschen anders spielen sollen, aber ich weiß nicht. Beim Grim Pattern ist es wirklich darauf ausgelegt, dass man Glück hat, dass die richtigen Karten kommen. Zum Beispiel, das ist jetzt schon so eine, naja, Anfangshand. Der ist jetzt zwar immer schön, den Grim Pattern von Anfang an auf der Hand zu haben, aber den braucht man ja nicht direkt am Anfang. Hier, das ist eine wunderschöne Starthand, muss ich sagen. Können zwar im ersten Zug nicht spielen, weil wir eh keinen Einser-Drop haben. Aber das ist ja für den Grim Pattern, der muss ja einfach nur ins Late Game kommen, dass er viele Karten spielen kann. Ist das ja eigentlich ganz okay. Unser Gegner coint höchstwahrscheinlich direkt den Imp. Oh, Ancient Watcher. Das ist natürlich relativ stark, wenn er direkt einen Ding dabei hat. Einen, ach, weißt du was? Ah, obwohl, nee, wir spielen doch lieber den Ghoul raus. Machen wir erst in der nächsten Runde Sachen. Weil wenn er jetzt ein Silence drauf spielt, also die Eule, dann ist da halt was los. Er spielt eine Rubin Egg, okay. Ist vollkommen in Ordnung. Wir hauen hinterher. Oh, eine Fiery War Axe. Ist natürlich nice. Wir ziehen erstmal eine Karte. Zweimal Shieldblock draußen. Und ins Gesicht. Das Problem jetzt an der ganzen Sache ist, wenn ich jetzt. Also, ich werde jetzt den Ancient Watcher wegmachen, auf jeden Fall. Nicht, dass er den Silence dabei hat. Zwei Schaden. Das heißt, ich könnte das so machen. 4, dann spawnt er nur ein. Nein, da spawnt er leider 2. Wie viel macht das? 4 Damage macht die Waffe. Die spielen wir jetzt aus. Dadurch kriegt er Gott sei Dank nur ein In. Den wir dann direkt wegmachen. Ich finde die neuen Warlocks, finde ich eigentlich ehrlich gesagt auch ganz nice. Wenn die so auf Ding gehen, auf Dämonen. Ich habe vor ein paar Tagen habe ich einen Dämonen-Warlock gesehen, der war richtig, richtig nice. Der konnte richtig krasse Sachen machen. Gerade mit dem Card-Dropping war der echt gut. Aber der hat dann doch gegen Ende halt dann ein bisschen an Sachen verloren, weil er halt einfach keine Karten mehr zum Wegwerfen hatte. Das ist halt immer das Problem mit dem Ziehen, Wegwerfen, dann kriegt man halt irgendwie nur 3, 4 Viecher aufs Board und das war's dann halt, wenn der Gegner dann halt das Board relativ gut kontrolliert, hat man halt immer so ein bisschen das Problem. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wenn wir dürfen jetzt mit unserer Waffe auf jeden Fall nicht angreifen. Sonst haben wir Probleme. Okay, die Spinne. Und der Silence. Nein, es war klar, dass er jetzt einen Silence noch bringt. Ah, shit. Shit, shit, shit. Wir müssen jetzt was machen, Leute. Was ich nicht gut finde. So. 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 Schade, dass wir nicht noch einen Mana mehr hätten. Das finde ich jetzt geil. Und so.
Damit ist sein Board clear. Der kann erstmal nichts mehr machen. Hat uns zwar jetzt zwei wichtige Karten gekostet, aber dafür kriegen wir jetzt kein Damage mehr, so wirklich hart ins Gesicht. Noch in der Rubian Ecke. Diese Rush Warlocks. Spiel mal so raus und hauen wir. Ach komm. Nee, die Fiery Warlocks will ich eigentlich noch nicht rausspielen. Machen so und beenden unseren Zug. Da ist der Emperor Taurison. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Jetzt bräuchten wir nur noch einen Grim Patron dazu. Dann würde es sich auf jeden Fall lohnen, den einzusetzen. Oder halt die, die Tante da. Wie heißt sie nochmal? Oh, mir fällt der Name nicht ein. Das Gute am Emperor Taurison ist halt, dass er sofort Aggro zieht. Also egal, wenn man den rausspielt, der Gegner will ihn weghaben. Wenn er kann, will er ihn auf jeden Fall weghaben. Und das finde ich sehr, sehr gut. Okay, Crew Taskmaster ist auf jeden Fall sehr nice. Ich würde jetzt schon gerne eine Karte ziehen. Jetzt machen wir einfach mal so. Das ist jetzt okay, weil dann können wir hier also erstmal Karten ziehen. Eins, zwei. Boah, hey, der kommt echt gar nichts Richtiges hoch heute. Ist nicht gut, hey. Spielen wir noch den Acolyte. Und die Fiery War Axe und beenden unseren Zug. Ich versuche halt gerade wirklich auf die Combo zu spielen, aber ich komme einfach nicht dorthin. Es geht einfach nicht. Die Karten kommen nicht gut. Aber bis jetzt ist ja in dem Spiel Gott sei Dank noch nichts verloren. Wir sind gerade bei 7 Mana und ich habe noch über 30 mehr oder weniger Health. Ja, 27. Ich hatte aber gerade absolute Board Control, okay. Tötet mein Acolyte, kriege ich dadurch auch eine Karte. Dadurch kriege ich keine Karte, das ist natürlich sehr schön. Darauf wollte ich raus, dass ich keine Karte kriege natürlich. Oh, jetzt kommt schon das Board. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Damit können wir auf jeden Fall was anfangen. Wir müssen Karten ziehen. Das kann doch nicht wahr sein, noch so ein ranziger Berserker, hey. Können wir nichts machen, wollen wir nichts machen. Im nächsten Zug spiele ich den Emperor, komme was wolle, sonst sind wir wahrscheinlich ziemlich schnell platt. Wir kriegen hier schon genug Schaden immer. Kriegen gerade aktiv 6 Schaden, 7 Schaden. Mit dem Ei. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Geht natürlich da rein. Trade. Haut das Ei jetzt kaputt. Das ist natürlich nicht schön. Gar nicht schön. Da ist der Grim Patron. Jawohl. Jetzt kann's losgehen. Emperor Taurison raus. Und nochmal shielden. Wieder jetzt rein. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Jetzt mach erstmal unsere Karten billiger. Und jetzt hoffe ich, dass ich nämlich gleich die Combo krieg mit der Warsong Raid Leaderin. Den könnten wir nämlich direkt rausspielen. Und erstmal richtig fett Damage drücken. Er hat ziemlich viele Lowies auf dem Board, aber nicht genug eigentlich. Eigentlich nicht genug. Wenn wir mal rechnen, 4 und 1 sind schon mal 5. Die Warsong Raid Leaderin dazu kostet auch nochmal 3. Das heißt, wir sind schon bei fast zu viel, ehrlich gesagt. Ja, haut ihn mit dem Power Overwhelming direkt weg. Den guten. Nee, er geht Face. Und oh, gut, okay. Ja, well played. Oh, shit, hey. Wir kriegen gerade ganz schön ins Gesicht hier. 5 Damage kriegen wir jetzt auch nicht mehr weg mit unserer. Execute, yes. Puh. Das war jetzt nochmal ganz knapp so die Rettung. Es ist halt jetzt schwierig. Wir kriegen den nicht direkt weg. Müssen wir es jetzt anders machen. Jetzt stopp mal schon.
Wir spielen den hier jetzt schon mal raus, auch wenn es jetzt erstmal schwachsinnig aussieht. Wir spielen den jetzt raus. Holen uns noch ein bisschen Schild. Machen so. Hauen den jetzt weg. Und beenden unseren Turn. Damit haben wir jetzt zumindest mal was auf dem Board. Auch wenn wir jetzt relativ wenig Life haben, müssen wir jetzt langsam echt mal Sachen machen. Sonst kriegen wir ein Problem. Ich hoffe, ich spiele jetzt relativ viele Lowies raus, dass ich nochmal mit meiner Waffe rein crashen kann und mein Berserker ein bisschen buffen. Ansonsten würde ich halt mit der Waffe einfach Face gehen, wenn er kein Taunt mehr rausspielt. Das ist halt die Rush Warlocks. Die sind eigentlich relativ heftig teilweise. Okay, silenced mich. Ist aber kein Problem, wir haben ja noch ein Ding. Und der Voidcrawler. Okay, er geht halt wieder Face. Das ist ein bisschen die Problematik. Da ist sie endlich. Oh Gott sei Dank, hey. Ich habe schon gedacht, sie kommt gar nicht mehr hierher. Damit können wir die Combo machen. Zack. 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 Auf was gehen wir? Wir gehen Face. Damit macht es Zwirbel. Das ist natürlich jetzt mega awesome hier. Wie viel der jetzt kriegt. Machen wir hier noch einmal so. Dann haben wir hier 10. Machen wir hier. Der kriegt jetzt zwar nichts mehr dazu, aber machen hier zack, zack, zack und 14. Scheiße, wegen einem HP. Wenn er uns jetzt töten kann, ich raste aus. Wegen einem HP, das kann nicht sein, dass er uns jetzt noch tötet. Das gibt's nicht. Komm, bitte nicht. Mit 10 Mana kann er zwar Sachen machen, aber es kann nicht sein. Bitte. Oh, ich bin so aufgeregt. 0 Mana spielt einfach so ein fucking Ding, das kann ich sagen. Und der Healbot. Aber das bringt ihm nichts, wir haben noch trotzdem genug. Nein. Oh, ich könnte gerade echt heulen, ey. Ich könnte gerade wirklich heulen, hey, das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein wegen einem HP. Oh Gott, im Himmel noch eins. Fuck it. Da hat er genau die richtigen Karten auf der Hand gehabt. Ah, shit. Ja, damit hat er gewonnen. Boah, ich könnte mich gerade des Todes aufregen, das glaubt ihr gar nicht. Ah, wegen einem HP, ey. Boah, die Folge war jetzt gar nicht so geil, hä? Aber es wird natürlich trotzdem alles hier rausgehauen. Ja, der war jetzt schon eigentlich gar nicht so schlecht, der Grim Patron Warrior. Aber der Typ hat mich halt einfach weggerusht. Und dann kam, dass er wirklich am Ende noch die perfekte Combo auf dem Board hatte. Dass er den einen gebufft hat und dann, oder dass er halt einfach den Antik-Healbot rausgespielt hat, sich damit nochmal geheilt hat und dann nochmal den Ding rausgehauen hat. Den Shadow-Dingens da, was weiß ich, wie das heißt. Mal schnell gucken. Wo ist es denn? Da unten Shadow Flame. Boah, das war echt richtig lucky von ihm, ey, dass er die noch auf der Hand hatte. Naja, das war's also dann mit dieser Folge. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn wir jetzt zweimal verloren haben, lasst natürlich einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Mein Name ist Scrawl. Bis zum nächsten Mal denn. Tschüss.